Hallo Leute, willkommen bei Hotel Renovator. Dies ist Teil 21. In der letzten Folge haben wir die Möbel für das Restaurant noch ergänzt, um Vorhänge, Schränkchen und Teppiche. Und jetzt kommt die volle Pracht der Deko. Fangen wir gleich mal an mit 12 kleinen Deko-Objekten. Da werden wir wahrscheinlich noch mehr brauchen. So, wo sind die? Hier. Also ich schaue erstmal, was wir hier für so einen Tisch brauchen. Natürlich keinen Wecker. Sowas eventuell. So eine Zeitschrift könnte man auf die bei den Sofa-Dingern hinstellen. So, aber es gibt hier, glaube ich, auch Deko, die geeignet ist. Oh, so Kerze wäre doch ganz nett. Ja, Pflanzen brauchen wir auch noch. Da können wir dann auch noch kleine Pflanzen. Jetzt gucke ich mal erstmal die Kerzen durch. Das ist so ein bisschen viel. So. Ja, ich denke mal, wir stellen hier auf jeden Tisch mal so ein Zweierkerzenständer, finde ich eigentlich ganz nett. Obwohl, das hier ist eigentlich auch ganz schick. Das hier ist so ein bisschen popelig. Ein Zweier oder ein Dreier? Ach, ich nehme mal so Zweierdinger. Obwohl, für die großen Tische könnte ich Dreierdinger nehmen. Und für die ein Event, die Geldbörse mal wieder. Die kleinen Tische kriegen Zweier. Und dann kommen da auch noch kleine Blumen drauf. So, dieser Zeitungshaufen ist auch wieder da. Aber ich schätze mal, der wird dann weggehen, wenn wir das hier abgeschlossen haben. So. Hier hätte man auch noch so kleine Regale zwischenmachen können. Können wir ja vielleicht noch machen. So, hier noch. Und dann kümmern wir uns mal um die Geldbörse. Ja, der sucht nach seinem Geld. Ich werde sie schon finden. Oder auch nicht. Da liegt sie. Wird schon immer lustig versteckt, die Geldbörse. Okay, sehr gut. Jo, wir haben ihre Geldbörse gefunden. Die können sie an der Rezi abholen. So, wir haben jetzt immerhin schon 9 Dekorationsobjekte. Von 12. Ich bleib mal hier bei den Tischen zum Ausprobieren. Kerzen haben wir jetzt genug. Bücher. Hier so ein aufgeschlagenes Ding. Obwohl, das ist hier ein bisschen knapp vom Platz. Legen wir das mal hier hin. So. Okay. Ja, Räucherstäbchen brauchen wir nicht. Hier sowas könnte man hier hinstellen. Man springt dann aber hoch. Ist einfach zu groß. Das war's wohl schon. Mal gucken.
Ob ich hier hinten rumkomme. Oh, was ist denn das? Na, das ist aber lustig. Aha, hier gibt es Tassen und sowas. Dann stelle ich hier ein paar Tassen hin. Kann man die da reinstellen? Hier. Na? Ganz schön teuer. Okay. So, jetzt 4 Bilder. Ich hoffe, wir finden da schöne. Wie gut, dass wir hier noch eine ganze Wand haben. Ja, da schaue ich jetzt nach diesen, wo man noch was einfügen kann. Ich denke mal, diese, gibt es die nicht auch mit 4? Nee, offenbar nicht. Dann nehmen wir dies. Mal von weitem gucken. Wenn ich da hier eins hinmache und hier direkt drüber, macht nicht so viel Sinn. Lieber hier eins und da eins. Aber die sind dann schon dicht an dicht. Okay. Tja, ziemlich viele Motive, die ich zumindest für hier überhaupt nicht für geeignet halte. Das ist doch geeignet. Das könnte man vielleicht auch hier hinhängen. Ja, das ist hier irgendwie Teil der Theke. Da können wir wohl nichts hinhängen. Also. Und wenn es davon jetzt 4 verschiedene gäbe, würde ich sagen, machen wir das. Aber gibt es offenbar nicht. Ich meine, das hat auch was mit Essen zu tun und das auch. Beziehungsweise mit Trinken. Ja, kommt schon ein paar Sachen zusammen in der Thematik. Aber gefallen mir nicht gut genug. Ich guck noch mal weiter durch. Das hier könnte ich mir vorstellen, das passt farblich auch ganz gut zu dem Herbst. Und dann hier das. Das auch. Und dies vielleicht. Ja. Dann setzen wir das als Kontrapunkt links hin. Ich hatte auch schon überlegt, ob am nächsten an das Herbstbild, aber ich glaube, es wirkt am besten, wenn es am weitesten weg ist von dem Herbstbild. So. Ist schon ein bisschen heftig. Dieses hier hatte ich noch. Also ich hätte hier, wenn es jetzt nach mir gegangen wäre, vermutlich 2 Bilder hingehängt und etwas breitere. So, aber es sollen ja 4 sein. Ah, das passt schon. Und von der Farbigkeit, finde ich, geht es. Okay, jetzt noch kleine Pflänzchen, 10 Stück. Das ist schon auch recht heftig. Aber es gibt ja da auch so kleine, die jetzt nicht die da
sowas stelle ich mal hier hin. Das macht sich ganz gut. Also eher kleine, die sich für Tische eignen. Leider kann man in die auf die Fensterbretter nichts stellen. Das wäre eigentlich ganz nett. Kapuzinerkresse. Ist lustig. Ist aber noch ein bisschen zu groß. Das ist schon schlicht. Ich meine, es sollte ja auf einem Tisch nicht so groß sein, dass man sein Gegenüber nicht mehr sehen kann. War es das schon? Ja. Schwierig. Ich dachte irgendwie, da wären mehr so kleine Tischdeko-Dinger dabei. Und dies hier ist ja wohl irgendwie sehr popelig. Nein, ein Wasserrohrbruch schon wieder. Tja, die Orchideen. Ja, macht gar keinen Sinn, auf jeden Tisch eine Orchidee zu stellen. Dieses Ding, das würde passen. Ich nehme diese Kapuzinergresse. Und gucken, ob ich das irgendwie... Ja, so ist ganz gut. Und dann kann man die noch verändern. Ach, das ist dann die... den Pott, den man verändern kann. Ich stelle die jetzt hier einfach mal überall hin. Und dann kümmere ich mich um den Wasserrohrbruch. Ach. Nimmt schon ein bisschen viel Platz weg. Ah. Das war wirklich großartig. Ich war sehr zum Schreiben inspiriert. Vielleicht schreibe ich sogar eine Fortsetzung zu meinem Roman. Darf ich den Namen Ihres Hotels in meinem Buch erwähnen? Ich habe ein Exemplar für Sie an der Rezeption hinterlegt. Ja, das ging aber schnell mit dem Druck. Der hat gute Beziehungen. So. Wieder borstige Collie. Ah. Bewertung 9,1. Das ist gut. So. Und hier passt das ja kaum hin. Oh, passt schon. Gerade so. So. So, gut. Immerhin, wir haben die Anzahl der Bilder geschafft. So, wo ist das Buch? Da ist das Buch. Seltenes Buch, 2000 Euro. Wollen wir das verkaufen? Nee, das lassen wir da stehen als Werbemaßnahme. Jetzt gucken wir mal nach unserem Wasserrohrbruch. Na, komm, komm. So. Hier ist aber voll. Mal wieder in Zimmer 101. Wie oft wir hier Wasserrohrbruch haben. Okay, gut. Wasser abdrehen. Das hätte ich natürlich auch von Anfang an machen können. Wenn wir dann wieder zurück im Speisesaal sind, muss ich dann wieder anpinseln. So. Nun ja. So. Jetzt gehen wir hoch und putzen. Und
Und dann dekorieren wir weiter. Fangen wir mal hier an. Ach, ich nehme mal den Staubsauger. Mit Scrollrad oder mit Q? Mit Q wechselt man durch. So. So. Aha, der schon wieder. Der ist wohl Stammgast bei uns. Ihr cleant. Ja, prima. Ich sehe aber noch was. Gut. Sehr gut. Jetzt gehen wir gleich in das andere Zimmer. Denn das ist dann ja meistens auch betroffen. Oh ja, und wie? Bei einem guten Restaurant ist ja irgendwie zumindest vor den Mahlzeiten dann auch eingedeckt. Schick mit mehreren Weingläsern oder Weinglas und Wasserglas. Ah, immerhin ein neues Ei. Sehr gut. Jawohl. Und eine Tischdecke gibt's dann ja drauf. Also, was ich da jetzt bisher eingerichtet habe, ist jetzt kein Nobel-Restaurant. Also nicht mal obere Mittelklasse. Oder es ist ein Restaurant, das gerade nicht auf Gäste wartet. Ich meine, das ist hier der Vorteil von dem Sauger. Man muss da eigentlich, oh, Trinkgeld, nur einmal klicken. Gut. Und dann bleibt es hier in diesem Modus. Da ist ja wieder der Schreibtisch. Ja. Ich finde, so für den Normalbedarf ist das jetzt hier besser. Es ist nicht mehr so krass ballonmäßig. Es ist immer noch krass, aber weniger krass als vorher. Da kann man auch mal einen normalen Gast reinlassen. So. Ja, doch, war richtig. Und Tischdecken habe ich bisher sowieso noch nicht gesehen. Und dieses Feingefriemel mit voll eindecken will ich mir auch nicht antun. Das wäre wirklich sehr mühsam für all die Tische. Voll einzudecken, so richtig mit allen Schikanen. Nee, 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 nee. Okay, jetzt muss ich hier wieder tätig werden, um wieder in den richtigen Modus zu kommen. Einmal kurz streichen. Und jetzt können wir hier in der Ecke den Fußboden erneuern. Gut, und jetzt sind wir wieder in der Deko-Abteilung angekommen. Oh, wir brauchen 8 kleine Lampen, also so Wandlampen, 8 Stück. Gut, die hätte man natürlich hier hinmachen können, wo ich die Vorhänge hingemacht habe. Jetzt mache ich erstmal welche hier hin. Dann haben wir schon mal 4. So. Ja, da finde ich auch schwer, was Passendes zu finden. Erstens mal gibt es nicht viele. Ich meine, die sind doch irgendwie alle. Diese hier sind so speziell. Und diese hier
Es sind ja so einfach nur so Blechlampen. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Es ist natürlich noch einiges nicht freigeschaltet, das sehe ich schon, aber es bleibt trotzdem wenig, glaube ich. So. Ah, hier wird die Lichtfarbe nur geändert. Ah, toll. Es bleibt bei, ich nehme bei die da. So, wenn hier welche sitzen, die lesen wollen. Na komm. So. Und so. Tja, und wie mache ich das jetzt? Ich könnte natürlich hier mein schönes Vorhang in der Mitte Konzept ändern. Das gefällt mir aber nicht. Nein, 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 wir bleiben hier schon noch. Kann man hier was rein? Ja. Ich meine, da braucht man ja Licht. Achso, der Kellner braucht da Licht. Das ist ein bisschen blöd. So. Jetzt brauchen wir noch eine Tischlampe. Ja, sowas könnte man in der Ecke stellen. Das geht. Wobei hier würde ich wohl lieber eine Pflanze hinstellen. Ah, Pflanzen haben wir schon. Aber hier stelle ich trotzdem gerne noch eine Pflanze hin. Dann stelle ich diese Lampe hier hin. Und vielleicht sogar hier eine hinter die angedachte Pflanze. Dann hebe ich jetzt erstmal den Müll auf. Und dann holen wir hier noch so eine Palme. Ja, klar. So. Weil die würde sich hier eigentlich sehr gut machen, denke ich. Ne, ein bisschen drehen. Nee, die soll ja auch nicht irgendwie den Gästen auf den Kopf rumwedeln. Da steht sie schon ganz gut. Okay, jetzt noch zwei Spiegel. Der Aufzug steckt schon wieder fest. So. Selbst reparieren. Spiegel. Finde ich hier ja super unpassend. Vor dem Speisesaal finde ich das ganz sinnvoll. Dann kann man noch mal überprüfen, ob man halbwegs passabel aussieht. Tja. Die sind auch alle so groß. Guck mal, kann ich das hier hinhängen? Ja, das geht. Okay, dann mache ich das hier. Da geht's nicht. Doch. Okay. Okay. Na, sie sagt. Also, ich muss sagen, das Restaurant sieht fantastisch aus. Das freut mich ja.
Dann kann ich jetzt hier hoffentlich die Theke reparieren. Jawohl. Oh ja, das waren plus 50 € pro Gast und Tag. Wahrscheinlich, weil die dann hier essen können oder so. Gut. Wunderbar. Na, sind Sie der Kellner? Ja, Sie kommen hier auf jeden Fall gleich alle angerannt. Jo. Na, das sollte man nutzen, dass hier mal Menschen sind. Ist ja schon der Bräutigam. Ja, na, hier ist echt was los. Gucken sich alle mal um. Huch, sie geht einfach durch den Tisch durch. Nun gut. Aber ist schwer was los. Jo, das Restaurant wäre geschafft. Und dann, hoi, hoi, hoi. Dann können wir in der nächsten Folge mit dem Hochzeitszimmer anfangen. Das ist doch mal super. So viel war hier noch nie los. Also auch in der Lobby habe ich noch nie so viele Leute gesehen. Oh, die Braut, die Braut. Die sieht zwar anders aus als die Dame, die ihren Junggesellenabschied gefeiert hat, oder? Ich weiß gar nicht. Aber die sieht nach Brautkleid aus. Na wunderbar. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.